Alles klar, Klassik. Ein Spezial mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ich weiß, ihr habt alle überhaupt nicht mehr mit uns gerechnet, weil ihr habt euch schon irgendwo hingelegt, bereitet euch auf Karfreitag vor, bemalt Ostereier für Ostern, aber die Doro war bei den Salzburger Osterfestspielen, ich war in Baden-Baden und wir sind beide emotionsgeladen und haben gedacht, jetzt machen wir mal ein Quickie und sagen Hallo und ich sage Hallo Doro. Hallo Axel, wie schön, dass wir das machen. Ja, wir machen es, wir quälen euch auch nicht lange, aber wir wollen euch so einen kurzen Einblick geben, was Dorothea erlebt hat in Baden-Baden bei, was war es nochmal? La Gioconda. Ich war in Salzburg bei La Gioconda. Genau. Ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt wirklich diese Woche Pause machen und du bist nächste Woche du mit dem Themenpodcast dran und dann erzähle ich dir das erst in 3 Wochen, dann will es doch auch niemand mehr hören, oder? Nein, vor allen Dingen, weil du mir eine so emotionale WhatsApp geschickt hast, eine Sprachnachricht. Das hören wir gleich an. Ich war bei Elektra in Baden. Die hört ihr euch nicht an. Die hört ihr euch besser nicht an. Nee. Doro war so, aber das erzählt ihr euch gleich selbst. Genau. Ich war in Baden-Baden bei Elektra, Kirill Petrenko, Berliner Philharmoniker. Das Interessante ist ja, die Berliner Philharmoniker ziehen von Baden-Baden übernächstes Jahr nach Salzburg zurück zu den Osterfestspielen, wo sie eigentlich zu Hause waren. Bei den Osterfestspielen, die werden jetzt geleitet von Nikolaus Bachler. Der hat erst angefangen mit unterschiedlichen Orchestern, also hat die Staatskapelle und Christian Thielemann rausgeschmissen. Hatte dann die Idee, jedes Jahr neue Orchester und neue Dirigenten zu holen. Dann hat er aber den Scoop gemacht und für in 2 Jahren die Berliner Philharmoniker zurückgeholt. So, und dieses Jahr, Doro, waren Antonio Pappano und Santa Cecilia aus Rom da, oder? Genau. Und ich kann es von vornherein schon mal sagen, wenn Italiener italienische Musik spielen, ist das einfach was total anderes. Also, ja. Das hört wie man einfach. Wenn Italiener italienisches Eis machen, ist das einfach was anderes. Oder Pizza oder ich weiß nicht. Um jetzt mal alle Klischees zu bemühen, die es überhaupt nur gibt. Aber also es war, sagen wir es mal so. Ich bin dorthin gefahren, ich war da vorher in Augsburg, habe so eine kleine Rundtour gemacht. Und weil ich ja dann schon unten in der Ecke war, hat sich das angeboten. Und ich hatte freundlicherweise die Möglichkeit, an Karten für die Premiere zu kommen von La Gioconda. Ich muss sagen, ich kannte die Oper zwar vorher, aber ich habe sie noch nie auf der Bühne gesehen. Ich weiß nicht, hast du die schon mal gesehen, Axel? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe. La Gioconda ist für mich eine Kindheitserinnerung. Ich habe sie in der Arena di Verona gesehen und hatte einen neuen Sony-Kassettenrekorder, und zwar so einen Walkman, mit dem man auch aufnehmen konnte. Und da habe ich natürlich, weil wir irgendwie die typischen deutschen Gardasee-Touristen waren, da oben in den Rängen gesessen und habe die ganze La Gioconda mit auf meinem neuen Walkman aufgenommen und mir die wirklich süß. Die ganze Tour dann wieder von Verona beziehungsweise vom Gardasee natürlich zurück nach Bremen, habe ich mir immer wieder La Gioconda angehört, weil es ist eine so großartige Oper. Weil wie alt warst du da? Und so, ach, da 35? Da war ich 11 oder 12 oder sowas. Das ist ja rührend, aber auch ein bisschen beängstigend, oder? Ich war Nerd, Opern-Nerd. Und das war auf jeden Fall Cielo e Mare, die große Arie. Ja. Vielleicht sagen wir mal, worum geht es ungefähr in La Gioconda nochmal? Das könnte ich jetzt nicht aus dem Stegreif so erzählen. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Also okay. La Gioconda ist eine junge Frau, die mit ihrer Mutter in Venedig lebt. Es spielt alles in Venedig. Und sie ist schwer verliebt in Enzo. Enzo Grimaldi. Genau, der verstoßen wurde aus dem Venedig damals vom Dogen aus irgendwelchen Gründen. Also der lebt im Exil, in der Verbannung und kommt sozusagen leicht verkleidet, hat sich irgendeinen anderen Namen gegeben, habe ich vergessen, hieß aber immer noch Enzo. Der Nachname war irgendwie anders. Kommt er wieder zurück nach Venedig und trifft dort seine alte liebe Viotti, Laura. Enzo Viotti. Lor Enzo Viotti. Genau. Der ist jetzt Insta-Star geworden. Genau. Und dort trifft Enzo seine Jugendliebe oder seine große Liebe Laura wieder, die inzwischen aber mit einem angesehenen Herrn verheiratet ist, vom Großen Rat Venedig und so weiter. Dann gibt es noch irgendeinen Bösen, der möchte natürlich La Gioconda für sich haben. La Gioconda ist aber in Enzo verliebt, Enzo liebt Laura und so weiter. Also ihr könnt es euch vorstellen.
Auf jeden Fall ganz prominent besetzt. La Gioconda, Rollendebüt von Anna Netrebko, hat noch nie irgendwo gesungen. Mhm. Und Enzo war Jonas Kaufmann und auch der andere Cast, aber ich, weil wir hier so hemdsärmlich aufnehmen, ich schaue es bitte selber nach. Es war großartig. Ich kann es euch gleich mal vorwegnehmen. Ich habe diese emotionale Sprachnachricht, die ich Axel geschickt habe. Es war einfach, ich war absolut hin und weg, over the moon. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, überhaupt nicht. Ich meine, klar war man schon mal in Salzburg und im Festspielhaus und man kennt dann so diese, ich sag mal, dieses typische Premierenpublikum. Das ist übrigens auch nochmal, da können wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Das ist auch nochmal eine Erwähnung wert. Da bist du 460 Euro kosten die Karte. 490 Euro, teuerste Karte. Also ich glaube, 500 ist die Schmerzgrenze, die magische. Ich weiß es nicht, aber es ist unfassbar. Also ich habe weniger als die Hälfte dafür bezahlt, für diese Karte bei 490 Euro bei aller Liebe. Okay. Nein, also das ist einfach, naja, gut. Okay, nein, das sind andere Sachen. Auf alle Fälle, was ich sagen wollte, ich kam da an im Festspielhaus und womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, vor dem Festspielhaus, es hat geregnet an dem Samstagabend in Salzburg, stand ein Grüppchen Demonstranten, die ganz laut mit Megafon gegen Frau Netrebko demonstriert haben. Mhm. Das ist der Grund, warum ich da nicht hingegangen bin. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nach wie vor, also ich finde, man sollte sie nicht boykottieren, aber ich habe keinen Bock, die zu hören gerade, einfach auch aus haltungs- und politischen Gründen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde in der nächsten Zeit keine Aufführung von Frau Netrebko besuchen, weil ich einfach finde, gut, aber das habe ich ja auch nicht, deshalb warst du ja da. Gut, genau, ich habe es anders entschieden und die haben da aber auch dann gesagt, ja, wer Geld an Frau Netrebko gibt und sie gibt Geld an Terroristen und da haben dann irgendwelche Sachen behauptet, aber alles so durchs Megafon und so. Also es war eine sehr strange Atmosphäre, muss man wirklich sagen. Okay. Also es war eine kleine Gruppe und die standen da im Regen, alle anderen Festspielgäste haben auch geschaut, dass sie schnell ins Trockene kommen und das war, muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und es war eigenartig, weil es war so unvereinbar. Also es war nicht, egal. Ich finde es interessant, also ich finde schon interessant, dass der Intendant der Salzburger Festspiele, Sommerfestspiele, Markus Hinterhäuser, sagt, die Lazio Kurrenz ist einer ohne Treppe, unter keinen Umständen, ja. Also so eindeutig ist die Situation halt eben auch nicht, ja. Aber egal, gut, lassen wir das jetzt mal drauf. Es war ja Ostern und ohne Herrn Hinterhäuser natürlich, so wie auch immer, diese Inszenierung von vorne bis hinten, also es ist eine Inszenierung in Kooperation mit Covent Garden und die wird auch... Wo Antonio Papano Chefdirigent war, genau. Ja, und auch diese Produktion wird auch nach London und nach Athen, glaube ich, gehen. Ich denke nicht mit demselben Cast, aber diese Produktion an sich ist sehr sehenswert und es ist wirklich von vorne bis hinten, es war einfach alles toll, Axel. Das habe ich so lange nicht mehr gelesen. Ja. Die Inszenierung, habe ich gelesen, ist ins Jetzt verlegt worden. Hat nicht gestört, hieß es in den Kritiken, war aber auch irgendwie nicht spektakulär. Einfach so eine Gegenwartsadaption Venedig von heute. Ja, Venedig von heute, ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also es war jetzt nicht so eine Ausstattungsregie mit historischen Kostümen, aber das ist ein zeitloses Thema gewesen und ich hätte das jetzt gar nicht so verortet. Es fing an mit einem Rückblick auf die kleine La Gioconda, die von ihrem Stiefvater im Wissen der Mutter missbraucht wurde. Das wurde angedeutet, natürlich sehr ästhetisiert. Und ich habe mir schon gedacht, so, oh nee, jetzt sitze ich hier schon wieder, weißt du, nach dem Trovatore vor drei Tagen, schon wieder da, genau, und muss mir hier irgendeine Vergewaltigung angucken. Da habe ich schon innerlich die Augen gerollt. Ja, aber es war sehr gut gemacht, diese ganze Inszenierung war hervorragend gemacht. Also ist wirklich, der alte Calixto Bieto-Kniff, ne? Der hat Carmen sozusagen als Missbrauchsopfer in Szene gesetzt. Ja, genau. So war das mit der Gioconda auch. Aber es ist aufgegangen. Es ist aufgegangen und du hast im Verlauf der ganzen vier Akte eine Frau gesehen, die im Grunde benutzt wurde von Männern oder sich hat benutzen lassen, dann teilweise auch mit ihnen gespielt hat in einer ganz, ganz tollen Sequenz. Es war Ballettsequenz, also es waren Tänzer dort, die haben da in dieser Zwischenmusik toll choreografiert getanzt. Auch dieses kleine Mädchen, die diese kleine Gioconda gespielt hat, war auch eine kleine Ballerina oder eine junge Ballerina. Ich schätze mal, die war nicht älter als 12 und hat das aber hervorragend gemacht. Also es war wahnsinnig lustig, gut. Das hört sich echt an wie Copy-Paste Bieto Carmen. Das ist genau die gleichen Geschichten drin. Ja. Aber es ist total aufgegangen. Es war richtig, richtig, richtig gut. Und das Orchester war fantastisch.
Antonio Papano fantastisch dirigiert. Also ich war von Takt 1 an großartig, großartig, großartig. Und was man auch sagen muss, Frau Netrebko hat outstanding gesungen. Also echt, habe ich ganz unterschiedliche Kritiken gelesen. Also ich habe die Groupie-Kritiken in der Süddeutschen gelesen, da hieß es großartig. Du weißt, dass ich kein Groupie bin. Ja, ja. Und dann habe ich aber auch andere Kritiken, also Abendzeitung Braunmüller war irgendwie das Festival der verwesenden Stimmen oder so ähnlich. Also Höhen sollen nicht angesprungen sein, große neue Tiefen und so eine Mittellage, die soll ganz toll strömend gewesen sein. Aber ich habe mehrere Kritiken gelesen, in denen auch stand, nach oben hin funktioniert dann nicht mehr so richtig so wie früher. Und mit Hingabe Jonas Kaufmann diese Sachen so verkörpert. Ja. Ja, es gab eine Stelle, wo man gehört hat, da ist ihr ein hoher Ton nicht gelungen. Aber ganz ehrlich, Leute, nein. Also das überhaupt nur zu erwähnen, wäre falsch, weil sie hat wirklich ganz tief, also brustige, tiefe Töne und dann kurz danach direkt in ein wirklich tolles Piano in der Höhe. Also das musst du erstmal so hinkriegen. Es war rundum toll, es war auch stimmlich toll, darstellerisch sehr gut. Die hat alles gegeben, hat nichts zurückgehalten. Ich finde ja tatsächlich sehr hingebungsvoll gespielt. Und da muss man wirklich sagen, da hat man die Klasse dieser Frau auf der Bühne gesehen. Das muss man, ob man sie jetzt mag oder nicht und ob man sonst gegen sie vorbringen kann, das war, finde ich, nicht zu diskutieren. Also fand ich unfassbar gut. Und es hat mich unglaublich berührt. So, ne? Also wenn diese Top-Leistung, Jonas Kaufmann ist besser geworden, sage ich mal, nach dem ersten Akt. Er hat ausgesungen. Habe ich auch gelesen, so Cello e Mar irgendwie so als gut einstudierte Arie, aber irgendwie emotionslos. Ich habe gar nichts gelesen an Kritiken bisher. Also er war fit, würde ich sagen, hat ausgesungen und ansonsten. Ich weiß nicht mehr, wo es genau stand, ich glaube, was in der Welt, wo stand, das Bemerkenswerte an diesen beiden Sängern war, wie sie sozusagen die körperlichen Defizite des normalen Defizite des Alters sozusagen durch große Erfahrung kaschieren können. Aber du scheinst da wirklich vollkommen hin und weg gewesen zu sein. Nein, also es war eine total runde Sache. Also die Szene hat gestimmt, die Qualität, die musikalische Qualität, die stimmliche Qualität. Dann dieser Barnabas, dieser böse Typ, der war super. Dann auch ganz toll, ganz junge Sängerin, die Darstellerin die Laura gesungen hat. Mhm. Super gut. Ich fand alles ganz, ganz gelungen und ein totaler Erfolg. Und ich habe lange nicht mehr so einen hochklassigen, schönen, runden Opernabend erlebt. Das muss man mal wirklich sagen. Ich möchte nicht wissen, was das Ganze gekostet hat, aber es war toll. Ja, großartig. Ja. Ich war ja mit großer Vorfreude in Baden-Baden und habe mich gefreut, dass Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker dieses von mir so wahnsinnig geliebte Stück Elektra von Richard Strauss auf die Bühne bringen. Und ich muss auch sagen, ich wurde, was die musikalische Ebene betrifft, hat das alle höchsten Erwartungen, die ich an diesen Abend hatte, auch erfüllt. Ja? Also diese Partitur von Strauss, die ja ein Seelenspiegel Elektras ist, deren Vater ermordet wurde. Ihre Mutter hat jetzt einen anderen Typen und die Elektra wartet auf Rache. Ihre Schwester hofft, dass sie noch irgendwie so ein Leben haben kann, dass sie einen Mann hat, dass sie eine Küche hat, dass sie eine Wohnung hat, dass sie sozusagen irgendwann das große, spießige Glück findet. Und ihr Bruder Orest, der im Krieg ist, der soll sozusagen zurückkommen und mit dem Beil die Rache vornehmen und die Mutter und den neuen Herrscher Egist erschlagen. Darauf wartet Elektra und die ganze Musik von Richard Strauss ist nichts anderes als eine wütende Hoffnung auf Rache. Und ich habe es irgendwo, oder ich habe es in meiner Kritik geschrieben, Kirill Petrenko dirigiert da wirklich ein Klangbett aus Stacheldraht. Ja, das ist wirklich mechanisch, wenn der auch diese Berliner Philharmoniker halt wie so ein Porsche-Getriebe anfangen, diese Musik zu donnern und zu machen, das ist wirklich gräuselig. Das ist die Todesmaschine, die da eigentlich anläuft in Musik. Und Nina Stemme, ich muss sagen, ich weiß keine Ahnung, wie Anna Netrebko gesungen hat, aber Nina Stemme, wo ich gedacht habe, ist die nicht schon ein bisschen alt für Elektra? Also die hat da
ein Dreiviertelstunde eben auf diesem Stacheldraht-Sound von Kirill Petrenko alles mit ihrer Stimme machen können, was sie wollte. Also das war, sie konnte auch im Schreien noch lyrisch sein. Sie konnte, also die hat wirklich eine Stimmperformance und ein Perforce-Akt dahingelegt. Das war, das war in jeder Sekunde gigantisch. Chrysotemis ist ihre Schwester, die eben auch in diesem großen sehnsuchtsvollen Momente hatte. Elsa van der Hever hat wirklich dann auch versucht, für diese lyrischen Momente zu sorgen. Und da ist es das Einzige, wo ich sage, Mensch, Kirill Petrenko, trau dich doch auch ein bisschen kitschig zu sein, weil es ist nicht nur dunkel in diesem, in dieser Elektra-Welt. Es gibt schon auch noch so Lichtblicke von Menschlichkeit, für die eben eigentlich Chrysotemis steht. Und das hat mir ein bisschen in der musikalischen Ebene gefehlt. Dieser Mut, den Kitsch mal kurz reinzulassen, diesen Straußischen Kitsch, um nachher dann diese Gewalt umso härter zu illustrieren. Überhaupt ein tolles Sänger-Ensemble, also Elektra, habe ich schon gesagt, Nina Stemme, Clytemnestra, Michaela Schuster, die gemeinsam mit Egisch von Wolfgang Albingers Speerhacke dieses Herrscherpaar, dieses neue Herrscherpaar als Buffo-Herrscherpaar dargestellt hat, wo man weiß, da ist der Wahnsinn schon ausgebrochen, da ist sozusagen die Familienaufstellung, ist schon eine Weltuntergangsaufstellung. Und dann natürlich Orest von Johann Reuter, ein unglaublich strömender, wunderschöner Bariton, der fast so schön ist, um daher zu morden. Ja, also musikalisch wirklich 1A mit Sternchen, Treppchen und Sonne obendrauf. Philipp Stölzel hat inszeniert, Bühne und Licht gemacht, gemeinsam mit dem Regisseur Philipp M. Krenn. Liebe Grüße gehen raus, Kumpel vom Karmelitermarkt bei mir im zweiten Bezirk in Wien. Aber leider muss ich sagen, es wurde etwas ausprobiert, Doro. Ich hoffe, dass wir dieses Experiment einmal gesehen haben und dass es nie wieder auf eine Opernbühne kommt. Ich weiß nicht, was die Leute gejuckt hat. Vielleicht, dass man gedacht hat, das ist so eine komplexe, komplizierte Oper und eine Pause gibt es auch nicht. Die haben das gesamte Reklamheft, also das gesamte Libretto mit jedem einzelnen Wort auf große Stufen, die sozusagen, fällt einem Regisseur nichts ein, macht der Stufen, sich verschiebbare Stufen auf die Bühne projiziert. Das heißt, jedes Wort, was gesungen wurde, war in großen Lettern auf der Bühne zu lesen, und zwar in unterschiedlich großen Lettern. Das ist ja total unruhig. Wenn Elektra geschrieben hat, Orest, dann kam halt nur Orest. Wenn es große Monologe gab, war die ganze Treppe voller Buchstaben und immer kam einer groß und einer klein. Und man hat gemerkt, wie das Auge dem Ohr das Hören verbietet. Ja? Ja. Leute, und der Mehrwert war null, außer dass man gemerkt hat, naja, Nina Stemme zum Niederknien, aber die Diktion ist vielleicht doch noch verbesserungswürdig, weil man hat eigentlich gar nicht verstanden, was sie gesungen hat, wenn man gelesen hat, was sie singen sollte. Also Leute, euch ist da Nullepulle eingefallen. Das war, vielleicht haben sie den Text gebraucht. Ja, vielleicht die armen Leute, die den Text eingespielt haben, das muss eine Sisyphus-Arbeit gewesen sein. Und wenn man das jetzt mal wegnimmt, diesen Show-Effekt, der 2 Stunden fast tragen sollte, ja, dann haben die da halt eine Familienaufstellung hingebaut, wo es wirklich ganz schön war, dass diese Chrysotemis diese Sehnsucht hatte nach einer heilen Welt. Und nachher sind die Treppen so zusammengefahren, dass alle im Mausoleum waren, alle waren tot und Chrysotemis hat noch gesagt, aber Mensch, bitte, 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 lass mich doch noch leben. Aber dann ist auch sie gestorben und Schluss und Aus und Ende, Gelände. Ja, also Leute, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich verstehe, was du meinst. Also irgendwie ein bisschen, klingt mühsam, klingt so ein bisschen wie so eine intellektuelle, nette Idee, die aber dann eine Dreiviertelstunde... Ja, oder ein missverstandener Versuch, Publikum irgendwie eine Oper zugänglich zu machen. Na, ich könnte mir vorstellen, dass der Effekt gut wäre, wenn man das so punktuell eingesetzt hätte, möglicherweise. Vor allen Dingen oben stand eine Übertitelungsanlage. Also die Titel standen oben auch nochmal drüber, wie in einer normalen... Also, I don't know, I don't know. Also, für mich war das... meinetwegen als Versuch gültig, ja, aber ab jetzt weiß jeder Regisseur und jede Regisseurin da draußen, das geht nicht. Ja, super, müssen wir nicht mehr machen. Genau, einmal abgehakt. Ja, genau, ich will dir auch noch kurz erzählen, weil du gerade gesagt hast, keine Pause. Ich war in der Pause, ich meine, man sieht ja in Salzburg viele tolle Kleider, gut aussehende Frauen, ja, also nee, da habe ich ja auch Spaß an sowas, aber ich habe auch selten so viele Menschen auf einem Haufen gesehen mit so vielen Plastic Surgeries, ja, also erkennbar. Okay.
Also das war schon interessant. Sehr internationales Publikum. Und in der Pause, in der Förderer-Lounge im ersten Stock, war erstmal großer Unmut, weil man sehr lange anstehen musste. Also die Freunde und Förderer, Frauen mitgemeint. Ja, bis heißt, man sich Freund den Champagner in die aufgeblasen. Ja, erstmal, dass man sich den kaufen musste. Kann, ja. Genau. Und dann war auch noch der Champagner alle. Tatsächlich. In der, geil. Ja, in der Pause. So, und dann stand ich so da, vor mir hatte noch so eine, so Besucher aus Griechenland, aber die haben sich tierisch schon aufgeregt, dass die da 10 Minuten stehen müssen und so. Die haben dann noch 2 Flaschen gekauft für jeweils 150 Euro oder so. Und gib mal her. Und dann sage ich so, ja, ich hätte gerne auch ein Glas Champagner. Und da sagt der Junge, der da bedient hat, sagt, ah, nee, Champagner ist leider gerade aus. Und ich so, okay, dann nehme ich ein Wasser. Nee, Sprudelwasser ist auch aus. Und ich so, bitte was? Und dann eine Cola Light, bitte. Ja, so ungefähr eine Apfelschorle. Ein Almdudler. Nein, und dann habe ich dann gesagt, ich kann Ihnen einen Schlumberger anbieten. Also diesen, schlechten Sekt für 9,90 Euro das Glas. Ich gesagt, na, so schlecht, wie es geht, gibt noch Schlimmeren. Also klar, schlimmer. Aber dann habe ich gesagt, nee, geben Sie mir ein Glas Leitungswasser und so. Naja, und dann habe ich aber doch noch jemanden gefunden, der eine Flasche Champagner hatte und noch ein Glas übrig für mich. Und dann habe ich dann doch noch mein Champagner gekriegt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die beste Geschichte des Abends. Das muss ich dir unbedingt erzählen. Also ich hatte mega Plätze im Festspielhaus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt die Parterre-Loge. Also das ist sozusagen, das ist hinten, wo die Stühle stehen, ne? Ja, genau. Da stehen Stühle. Also im Grunde die Verlängerung vom Parkett in so Logen. Und da saß ich ganz hinten und das war ein bisschen wie im Kino, also hat fast noch Popcorn gefehlt. Und dann wollte ich dann mit meiner Begleitung und der Flasche Champagner und den 2 Gläsern dahinter gedacht, wir haben so lange gewartet, die Pause war zu Ende und ich hatte noch mein Glas nicht mal ansatzweise leer, ja. Und da habe ich gedacht, wenn ich mir das jetzt so hinterkippe, das ist auch nicht das Wahre. Und da wollten wir da rein und dann war da ein Schließer. Und der hat gesagt, das können Sie aber nicht machen und das geht nicht. Ja, aber das finde ich aber auch, meine liebe Doro. Und dann habe ich gesagt, hab ich so lange gewartet und dann war der Champagner alle und jetzt habe ich gerade doch noch einen Schluck und jetzt ist irgendwie die Pause vorbei. Naja, und dann hat er alle Augen zugedrückt und hat gesagt, naja gut, ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt erzählen solltest. Vielleicht ist er morgen nicht mehr Schließer. Sag nein, bloß nicht die Nummer der Loge. Ja. Nein. Ich erzähle noch weiter. Und dann. Da hättest du Tarek mitnehmen müssen vom MDR. Der fragt doch immer, darf ich ja, siehst du, genau. Nee, und das war wirklich super. Wir haben auch total aufgepasst und haben da auch das in dieser, da gibt es so einen kleinen Vorraum und so. Und als dann die Oper zu Ende war, habe ich dann die Flasche und die Gläser da in diesen Vorraum gestellt. Ist eigentlich total nett, weißt du, mit so einem Spiegel und so. Also das ist echt wie aus der Zeit gefallen, aber sehr schön. Und dann sehe ich plötzlich, wie dieser Mitarbeiter von den Salzburger Festspielen da sozusagen durch die Reihe vor dieser Parterre-Loge geht. Und dann habe ich ihm gesagt, vielen Dank nochmal, dass Sie da alle Augen zugedrückt haben. Es ist auch nichts, wir haben auch nichts umgekippt und so. Ich habe das da hingestellt, so diese Flaschen. Ich bringe sie auch weg, wenn Sie wollen. Und sagt er, na, habe ich schon weggebracht. Da habe ich gesagt, ach, das ist aber total lieb. Und dann habe ich gesagt, haben Sie denn auch was von... Und dann habe ich gesagt, war das nicht ein toller Abend? Da sagt er, ja, ich habe ja nichts gesehen. Da habe ich gesagt, haben Sie denn die Möglichkeit oder haben Sie denn Proben gesehen und so? Ja, Proben und so, da kann ich immer alles sehen und so. Hat dann erzählt. Und dann habe ich gesagt zu ihm, na, Sie haben ja den tollsten Job der Welt, wenn Sie immer alles angucken können. Und dann sagt er zu mir, ja, wir suchen noch Leute. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach so, meinen Sie, ich könnte da anfangen bei Ihnen? Ja, Sie müssten halt so, also ich mache jetzt diesen österreichischen Akzent nicht nach, weil ich nicht kann, aber Sie müssten halt so einen Sakko tragen mit dem Logo der Salzburger Festspiele. Ja, das könnten Sie schon. Sie können aber auch so ungefähr, wenn es Ihnen zu schwer ist, einfach nur Tickets abscannen unten. Und ich so, oh ja, okay, danke. Denk mal drüber nach. Habe noch ein Jobangebot gekriegt und habe gesagt, ja, sehr schön. Und dann sagt er, ja, sind Sie da und da? Also auf alle Fälle hat er mir noch erzählt, dass er am nächsten Tag drauf im Haus für Mozart, wo er dann genau steht, beim Liederabend von Christian Gerhard, da habe ich ihn dann auch wieder getroffen, hat mir seinen Namen gesagt und das war dann ein schönes Wiedersehen. Ich habe auch und mit hast du da auch getrunken? Also Christian Gerhard, hast du dich da auch voll laufen lassen, oder? Oh Gott, nee, so viel Champagner kannst du nicht trinken. Nee. Okay. Kann ich aber ein andermal erzählen. Aber auf jeden Fall war, außerdem war das nachmittags, ne? Also,
Aber gut, auf jeden Fall auch diese Garderobieren, die dann, also wir waren danach, gab es eine Premierenfeier oder so einen Empfang auf der Hinterbühne des Festspielhauses, war auch toll, also super Location und dann auch diese, also erstmal, um es kurz zu machen, ein riesen Shoutout an diese ganzen Mitarbeiter dieser Festspiele, die da stehen und mit einer Engelsgeduld diese manchmal etwas schwierigeren Gäste, würde ich mal sagen, oder diesen ganz starken Dienstleistungs... Wie dich, ja. Nein, ich bin ja nett, aber es gibt viele, die so einen ganz, ganz starken Dienstleistungsanspruch haben, so, ne, in dem Moment auch. Und, okay. Und also einfach unglaublich nette Menschen und ja, also wer Lust hat, der kann sich ja dann mal überlegen, ob er im Sommer vielleicht irgendwelche, wer einen Sommerjob sucht, kann hier mal gucken. Der Markus sucht mit Sicherheit auch noch. Ja. Ich weiß, dass, um noch einmal auf Baden-Baden zu kommen, damals als Andreas Müllig-Zephauser Intendant des Festspielhauses Baden-Baden war, war sein Motto, wir sind die beste Gastgeberin der Welt. Ja? Und zwar sowohl für Künstlerinnen und Künstler, also er hat diese Garderoben und was weiß ich was so, dass alle so dahin wollten, weil es einfach so schön war, aber eben auch fürs Publikum. Und das war eine lange Zeit Tradition in Baden-Baden, dass beim Rausgehen von den Schließern, Schließerinnen jeder Gast eine Rose bekommen hat. Und Dankeschön. Und jeder wusste genau, was am Abend gespielt wird und wie es ist und also wie die Publikumsreaktion sein kann und so. Also man, das habe ich so ein bisschen... Das macht so dieser, viel aus. Das diese Atmo so habe ich aus, dieses Mal ein bisschen vermisst. Überhaupt, wenn wir schon über Festspielstädte reden, es ist schon interessant, ich war über Nacht auch in Baden-Baden und man merkt, das Russische ist zum großen Teil weg. Aber das arbeitende Russische ist halt noch da, ja, also auch im Hotel, die Bediensteten und so. Dadurch gibt es so eine ganz strange Atmosphäre, ja, so bisschen wie DDR es ist, früher, es oder ist was? Alles, nein, es ist so, also alle wissen, ich glaube, Krieg ist so tabu, ja, aber eigentlich, es arbeiten halt wahnsinnig viele Russinnen und Russen aus langer Tradition da. Man hat so eine Skepsis gegen einander entweder, also ganz komisch, ganz viel Leerstände auch dann in der Stadt, ja. Ich habe mich mit einem Mitarbeiter des Festspielhauses in der Pause unterhalten, der gab gar keine Pause, nach der Vorstellung unterhalten, und der hat auch gesagt, naja, wir überlegen jetzt schon, wie wir sozusagen Publikums aus, also die, eben dieses touristische Publikum ist weg und dieses russische touristische Publikum, wie stellen wir uns neu auf? Das fand ich auch ganz interessant. Die meisten Kritiker sind tatsächlich nach Salzburg gefahren. Für mich war gar keine Frage, dass ich natürlich zur Elektra nach Baden-Baden fahre. Das Publikum war eher lokal, muss ich schon sagen, was dann in Baden-Baden war. Ich bin mal gespannt, wohin das geht. Also ich glaube, die versuchen, sich neu aufzustellen. Auch das war das Gespräch, da könnten wir noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil die sagen, naja, in Zukunft wollen wir schon sozusagen für so 30-, 40-Jährige 3 Tage Erlebnisurlaub mit Deep Dive in die Kultur schaffen, weil wir glauben daran, dass es sozusagen nicht nur diese Schickimicki-Oberflächenkultur gibt, sondern dass wir denen anbieten, Meet and Greet mit Künstlern, hinter die Bühne zu gucken, in ein Stück wirklich einzutauchen, dass wir sozusagen ein Tourismuskonzept entwickeln, was Kultur ernst nimmt. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Solche Sachen sind doch eigentlich bisher immer so Freundeskreisen vorbehalten, ein bisschen, ne? Ja, genau. Und das fand ich auf jeden Fall, scheint dieser Strukturwandel in Baden-Baden dafür zu sorgen, dass man sich am Festspielhaus diese Fragen stellt. Und da finde ich, das sollten wir mal mit einem offenen Auge begleiten, weil die Krise macht ja oft auch kreativ. Und wer weiß. Also ich meine, was jetzt kommt mit Johanna Malwitz und bla bla bla, wenn die Berliner Philharmoniker weggehen, ist alles so, dass man denkt, ach ja, Gott, okay, ist jetzt nicht so inspirierend. Aber wer weiß, also man, da muss sich ein Haus ein bisschen neu erfinden und bleiben wir doch dran. Also das muss man auch sagen, es ist belächelt worden damals, als es gegründet wurde in der Walachei irgendwo mit so einem Giga-Opernfestival. Aber dieses Haus gibt es jetzt schon über 25 Jahre. Das hat sich da behauptet und der Wandel ist die Zukunft. Ja? Also, und wenn nicht so ein fast privates Haus, wer sollte dann neue Konzepte finden? Also schauen wir mal, was Benedikt Stamper da in Baden-Baden macht. Auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall interessant. Genau. Und ja, Salzburg, glaube ich, wird international bleiben. Es war klar, man hat natürlich Deutsch und Österreichisch gehört, aber ich habe Menschen aus, ich Gott, überall her getroffen. Also es ist, war auch toll, dass das so ein internationales Publikum ist. Das muss ich auch wirklich sagen. Das ist schön.
Also. In so einer kleinen Stadt. Gut. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles Wesentliche berichtet über unsere Kulturausflüge zu den jeweiligen Festspielen. Also die Gioconda wird morgen nochmal in Salzburg gespielt und nochmal am Ostermontag. Traditionell ist beides ausverkauft, aber vielleicht weiß ich nicht. Ja, und weil Ernst Buchrocker es mir gesagt hat in der Sendung, die wir in dem Podcast über Fernsehen und Oper, den wir gemacht haben vor einigen Wochen, da sollen wir auch immer darauf hinweisen. Ich glaube beide, und das jetzt bin ich auch blank, ich glaube aber beide Aufführungen werden im Fernsehen übertragen, wenn mich nicht alles täuscht. Also Salzburger Osterfestspiele auf jeden Fall. Da könnte ich mir vorstellen, ja, irgendwie. Ich schreibe es euch in die Shownotes. Ich gucke es gleich nach und schreibe es euch in die Shownotes, okay? Ja. Ja, Mensch, Axel, und das nächste Mal. Ja. Genau. Freitag sind wir nicht da. Übernächsten Freitag Themenpodcast mit Milo Rau über die Frage, wie revolutionär kann die Kultur in die Wirklichkeit eingreifen? Und übernächste Woche, Doro, reden wir über die Passionen. Aha, ja gut, können wir machen. Jetzt noch reinhauen. Aber du, ja, das haue ich mir eine rein. Ich muss mal überlegen. Lasst euch überraschen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Osterferien oder Osterpause und freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Ja, du auch, hoffe ich mal. Ne? Ich auch. Ich habe die Ostereier schon versteckt. Ich hoffe, es regnet nicht mehr so sehr hier in Bremen. Also, bis dann, Leute. Mach's gut. Tschüss. Schöne Ostern. Haltet die Ohren steif, die Osterhasenohren. Ciao. Ja, tschüss.